Liebe DigiHealth Talk Zuschauerinnen und Zuschauer, heute ist David unterwegs in Datteln. Das ist eine Stadt im nördlichen Ruhrgebiet mit 35.000 Einwohnern. David interviewt dort Jörg Rebschläger. Jörg Rebschläger hat im Alter von 17 Jahren ein wirklich schweres Schicksal erleben müssen, nämlich eine hohe Querschnittslähmung auf Höhe C4. Und wir hören in diesem Interview, wie der Jörg das geschafft hat, ich sag mal, durch dieses tiefe Tal zu gehen und letztlich es bis zum Arbeitgeber gebracht hat. Als David mir davon erzählt hatte, hat mich das schon wirklich tief beeindruckt und ich denke, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, Mut zu fassen, in welcher Lebenssituation auch immer und nach vorne zu blicken. Also, lass es uns gemeinsam anschauen. Ja, liebe Community, heute bin ich im schönen Datteln und treffe auf Jörg Rebschläger. Wir kennen uns schon verdammt lange. Ich war nämlich einer seiner beiden letzten Zivildienstleistenden damals. Und wir sprechen über das Thema Assistenzmodelle im Gesundheitswesen. Lieber Jörg, vielleicht stellst du dich ganz kurz mal vor und vielleicht berichtest du etwas über deinen Lebensverlauf. Also ich bin der Jörg Rebschläger, 48 Jahre alt. Und ich hatte einen Unfall beim Motocross, beim Rennen und bin damals direkt auf dem Genick gelandet nach dem Sprung, habe mir das Genick gebrochen und daher den Querschnitt in der Höhe C4. Das heißt, der vierte Halswirbel von oben abwärts ist alles gelähmt. Und das betrifft eben halt sowohl die Sensorik als eben halt auch die Bewegungsfähigkeit. Man nimmt keine Wärme, keine Kälte mehr wahr, kein Schmerzempfinden, also ein anderes Schmerzempfinden. Die Bewegung ist an sich sowieso weg. Also das, was einen normalen, vollen Querschnitt ausmacht. Und ich habe damals 1988 mit 17 Jahren meine Pflege erstmal zu Hause über die Eltern und über Zivildienstleistende organisiert. Da wart ihr beiden ja damals wirklich die allerletzten in der ganzen Serie, bevor das ein Auslaufmodell war. Dann gab es eine Übergangszeit mit Eltern und Pflegedienst. Und seit 2004 kam ich das Assistenzmodell. Da gibt es zwei verschiedene Ausführungen. Einmal als Assistenzmodell, als Überbegriff und einmal als Arbeitgebermodell. Und bei dem Arbeitgebermodell, was ich mache, ist es so halt, dass ich als Arbeitgeber selber meine Leute aussuche, anstelle, die ganze Verwaltung mache. Also nicht über einen zwischengeschalteten Verein oder irgendeinen Drittanbieter, sondern praktisch selbst wie ein eigener Betrieb. Ich muss also auch einen Betrieb gründen und dann eben die ganze Abrechnung machen. Und bei mir ist es so, dass die Kosten übernommen werden vom Landschaftsverband. Der stellt mir ein Budget zur Verfügung, was eben halt bemessen wird an Hilfe oder anhand des Hilfesbedarfs, den ich halt habe. Und für unsere Zuschauer, damit sie es verstehen, also du bist so eine Art, man sagt das auch, Ich-AG, du bist der Arbeitgeber und hast Mitarbeiter, die du einstellst, wo du die Personalpläne machst, Budget bewilligt bekommst und sozusagen die Pflege um dich herum organisierst. Was wäre denn die Alternative gewesen damals? Hättest du nicht diesen Weg eingeschlagen, der sicherlich auch am Anfang bürokratisch war, oder? Das war die große Frage damals. Wie du sagtest vorhin in der Einleitung, das ist schon ein bisschen aus der Not heraus entstanden. Das war so der Leidensdruck, der mich dazu gebracht hat. Die Zivildienstleistungen waren ein Auslaufmodell. Damals wusste noch keiner, wie wird es weitergehen, gibt es sowas wie FSJ. Es war nur dieser große Notstand, der kommen wird. Und da war für mich halt die Grundüberlegung, wenn du was organisierst, mach es jetzt. Weil wenn alle schreien hinterher, wir haben keine Zivis mehr, dann ist der große Notstand ohnehin da. Und dann kam halt dieses Modell, was am Anfang sehr viel vorkam, von wegen Steuererklärung und so weiter, alles selbst zu organisieren und zu machen. Letztendlich habe ich es dann so gemacht, dass ich auch einen Steuerberater zwischengeschaltet habe, der für mich praktisch die reinste Facharbeit macht und alle anderen Sachen, die erledige ich halt alleine.
Ich erinnere mich noch an die Zeit, wo ich hier war. Da hattest du ja selbst auch recherchiert. Das ist ja nicht so, dass es irgendwie was ist, was man so aus der Stange irgendwo herbekommt und ein Manual, ein Handbuch, so wird das gemacht. Das hast du dann in kleinen Schritten selber erarbeitet. Also kannst du das vielleicht nochmal darstellen? Ich glaube, im Internet hast du dich ein bisschen informiert, aber du bist ja einer von, glaube ich, wenigen, die in Deutschland so ein Modell selber aufgebaut haben, zu der Zeit zumindest, oder? Ich war eigentlich schon die zweite Generation. Es gab die ersten Vorreiter und da muss man ganz klar lobend erwähnen, die Frau Elke Barth, leider schon verstorben, die das mit der Forsea, Forum für selbstbestimmte Assistenz, ins Leben gerufen hat und die waren beratend tätig. Wunderbar, da konnte man wirklich alle Fragen stellen. Und damals waren es noch Einzelfallentscheidungen, die man notfalls auch durchklagen musste. Und seit 2008 gibt es ja ein persönliches Budget. Das heißt, du hast einen gesetzlichen Anspruch auf dieses Budget. Im Grunde genommen hat das Kind einen anderen Namen bekommen. Und im Vorfeld war es halt so, das waren noch Einzelmodelle. Erschreckend ist allerdings heute immer noch, dass viele Kostenträger und Stellen bei Städten oder sonstigen Institutionen davon immer noch kein bisschen Ahnung haben. Also es ist immer noch die große Lehre, man fragt oder erzählt, ich betreibe ein Assistenzmodell, dann kommen erstmal nur leere, große Freizeichen in den Augen. Bin mir nicht sicher, aber hatten wir nicht auch mal darüber gesprochen, dass du deinen Behindertenausweis alle Zeit immer wieder neu verlängern musst, ne? Und ich meine, bei deiner Erkrankung, C4-Querschnitt und so weiter, da ist ja nun mal Stand heute Medizin klar, dass du auch im halben Jahr weiterhin diese Erkrankung wahrscheinlich haben wirst. Kannst du da auch nochmal berichten, wie du das erlebst als Patient? Also bis jetzt war es so, dass es genau zutreffend ist. Der letzte Ausweis, den ich beantragt habe, jetzt vor ein paar Monaten, der ist jetzt erstmal unbegrenzt. Unbefristet genehmigt. Ansonsten war es halt immer ein großer Aufwand, auch wenn es neue Einstufungen gibt vom medizinischen Dienst oder eben halt die Einstufungen für die Pflegestufe und die Pflegegrade, dass man immer wieder neue Anträge stellen muss und immer wieder neu festgestellt wird, ist es denn noch wirklich so? Also es gibt bestimmt 1000 Diagnosen, wo es wirklich berechtigt ist, aber nicht bei einem vollständigen, kompletten Querschnitt, der schon 30 Jahre im Rollstuhl sitzt, die Arbeit kann man sich sparen. Also im Grunde genommen habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass es im Laufe der Zeit sogar noch mehr Aufwand geworden ist und noch umständlicher als eigentlich eine Arbeitserleichterung. Derzeit ist es so, dass ich versuche, mal wieder einen E-Rollstuhl zu bekommen, einen Elektrorollstuhl, den ich selbst bedienen kann und selbst fahren kann. Der Anspruch ist ganz klar gegeben. Nur mittlerweile bin ich schon seit Monaten dabei, dass es von einem Widerspruch in den nächsten läuft und dass immer wieder aus irgendwelchen fadenscheinigen Begründungen heraus gesagt wird, nee, das müssen wir nochmal neu prüfen. Dieser derzeit aktuell wird dann gesagt, dieser Rollstuhl, den ich beantragt habe, was eigentlich eine Grundausstattung ist, ist schon zu aufwendig und damit zu teuer. Und jetzt soll eben halt der Lieferant einen neuen Kostenvoranschlag stellen. Es läuft also jetzt immer wieder in so einer Endlosschleife und verzögert sich immer wieder um Wochen, um Monate. Dann fällt ihnen ein, dass wieder ein Antrag fehlt. Und also eigentlich gesehen schrecklich. Ja, die Bürokratie im Gesundheitswesen ist nun mal ein großer Punkt. Wie würdest du denn diesen E-Roller dann bedienen? Ist das Sprachsteuerung oder womit macht man das dann? Das System, was ich jetzt gewählt habe, ist eben eine Kopfsteuerung in Kombination mit dem Kinn. Ich hatte mal vor etlichen Jahren, vor 20 Jahren einen. Das war eine reine Kopfsteuerung, die war auch toll. Wurde aber hinterher verboten, da sind wir wieder beim Thema Bürokratie, weil allerdings auch schwere Unfälle passiert sind, die einfach nur dafür gesorgt hat, dass das System eben halt auf Kopfdruck weiter nach vorne fuhr, rückwärts, rechts, links. Also alle Funktionen wunderbar. Man konnte auch draußen rumfahren, man konnte sich eben halt unterhalten, in der Welt rumgucken. Das Problem war nur, wenn man irgendwo von der Straße abgekommen ist. Dann ist meinetwegen der Oberkörper nach vorne gefallen. Und da ich alleine dann nicht zurückkomme und wenn jetzt dieses nach vorne fallen zu doll ist, dann fuhr der Rollstuhl weiter. Und dann fuhr der auch so lange, bis das nächste Loch kam oder die nächste Wand. Und das war halt gefährlich. Und da sind wir schon eigentlich bei unserem Kernthema, nämlich der Digitalisierung. Und
Du hast ja im Arbeitsalltag, ne, du arbeitest ja hier nicht weit bei der Diakonie und auch privat natürlich viel mit digitalen Tools zu tun. Als ich hier noch als Zivi rumgelaufen bin, damals schon mit Diktierfunktionen, mit dem Internet, mit E-Mails, kannst du vielleicht schildern, wie Digitalisierung dir sowohl in der Arbeitswelt als auch im privaten Leben schon unterstützt und ob hier eben auch nochmal hier ein Fortschritt zu sehen ist? Also so absurd, wie es sich jetzt im ersten Augenblick anhört, wäre mein Unfall nicht 1988 passiert, sondern mal vielleicht 10 Jahre früher, hätte die Sache ganz anders ausgesehen. Ich bin also mehr oder weniger durch Glück in die Zeit reingerutscht, wo es gerade möglich war, Computer zu bedienen, wo die ersten PCs eben halt salonfähig wurden und damit auch die ersten Spracherkennungssysteme, die damals am Anfang noch eine Einzelworterkennung waren. Und das hat sich dann immer weiter über die Jahre aufgebaut. Und im Grunde genommen profitiere ich da an so vielen Fronten von. Alleine schon, dass man eben halt über die Möglichkeit, über einen Rechner seine ganze Umweltkontrollanlage steuern kann. Das heißt so viel wie Fenster aufmachen über die Steuerung. Das läuft bei mir also auch über Telefone, die per Sprache dann angewiesen werden. Das wird im Rechner verarbeitet und dann per Infrarot, das ist ein altes System, dann noch an die einzelnen Stationen weitergeleitet. Fernseher umschalten, laut, leise. Also im Grunde genommen schon ziemlich viel. Automobil, Audi, drück Eingabetaste, klick Auto, 10 Zeilen nach unten, zum Dokumentenanfang, zum Dokumentenende, Fenster schließen. Im Grunde müsste man ja wieder anknüpfen jetzt beim Assistenzmodell, dass ich also mein Assistenzmodell, meine Versorgung so organisiert habe, dass ich gesagt habe, ich habe keine Blockdienste, dass Leute also 4 oder 5 Schichten im Monat hintereinander bleiben. Also eben halt dann 24 Stunden rund um die Uhr, mal diese 5 Tage. Sondern ich habe immer nur einzelne Schichten mit jeweils 24 Stunden, wo je eine Person da ist. Und dann kommt halt die nächste. Und diese Person begleitet mich über den ganzen Tag. Das heißt also, ich stehe morgens auf. Um 7:45 geht's los mit der Pflege. Aufstehen und vorbereiten tun wir noch viel früher. Dann kommt auch 3-mal die Woche noch die Krankengymnastik davor und behandelt im Bett. Und dann geht es 7:45 los. Ich arbeite jetzt halbtags. Ja, und dann werde ich eben halt, wenn die ganze Sache in Sachen Pflege, Vorbereitung erledigt ist, fahren wir halt mit dem Rollstuhl rüber. Wir können halt zu Fuß laufen, weil es eben mal sehr fußgängig ist bis zur Arbeit. Dann im Büro selber, also als Verwaltungsangestellter, habe ich verschiedene Aufgaben von Personalsystemen bis Zeitmanagement und so weiter. Bereitet halt mein Assistent in der Zeit als Arbeitsassistent mir die Sachen vor, die ich halt selbst nicht machen kann. Das heißt, alles, was irgendwo mit den Händen gemacht werden muss, abheften, vorsortieren, mir so hinstellen, dass ich selbst bearbeiten kann und damit eben halt auch die Rechnung bearbeiten. Und alles andere, was ich dann machen muss, läuft über die Spracherkennung. Ja. Und dann eben halt ist irgendwann Feierabend in der Zeit, wo ich dort bin und der Assistent selber die Sachen vorbereitet hat. Dann kommen für den Assistenten wieder Aufgaben hier zu Hause, weil es gehört halt alles dazu. Von der Arbeitsassistenz bis zur Pflege, auch Haushalt oder Einkaufen. Dann wird auch zusammen gekocht, wurde schon mal vorbereitet. Ja, und dann ist eben halt im Grunde genommen der normale Freizeitalltag am Nachmittag, bis sich die ganze Sache mit der Pflege am Abend wiederholt. Ja. Du warst ja damals schon eine sehr rege, hast viele Hobbys gehabt. Wie sieht es jetzt gerade aus? Hinter uns hängt eine Kamera, ich sehe einen Hi-Fi-Rack, wo ich noch selber Hand mit angelegt habe mit Willi, als wir irgendwelche Steine transportiert haben. Ja. Das ist eigentlich so eine Sache, wo ich sehr froh drüber, dass ich die Sache gerade mit den Assistenten auch gut verwirklichen kann. Also ich kann dann Sachen umsetzen, die ich so nicht umsetzen könnte. Wenn ich alleine wäre, wenn ich im Heim wäre. Du hast mich vorhin auch gefragt, wie sähe die Alternative aus zum Arbeitgebermodell oder zum Assistenzmodell. Die Alternative wirklich eine Heimeinweisung. Mit 17. Mit 17. Ich meine, gut, damals waren ja meine Eltern noch da, aber meine Eltern werden ja auch nicht jünger. Das heißt also, körperlich schaffen sie es nicht mehr. Und auch alleine nur der menschliche Aspekt, dass man eben halt mit 17 und auch mit 30 hinterher nicht mehr bei Mama und Papa versorgt werden möchte oder bei Mama und Papa.
am Tisch sitzt. Das heißt, also ich habe schon meinen komplett eigenen Haushalt. Das geht von Wäsche bis Mittagessen. Also ich sage mal, das ist wirklich völlig autark. Und die Alternative wäre wirklich das Altenheim gewesen oder eine Art betreutes Wohnen im weitesten Sinne. Aber sowas gibt es, glaube ich, nicht unbedingt. So Wohngruppen für körperlich Behinderte, also äußerst selten. Und da müsste man sich komplett verpflanzen. Und eigentlich bin ich hier in der Gegend ganz glücklich groß geworden und die Arbeit hängt mir dran. Ne? Du bist ja ungefähr 2 Meter groß. Eher 1,90 Meter, das passt dann schon. Ja. Hast du die Hoffnung, dass die Digitalisierung exponentiell so stark weiter wächst, dass sie auch dein Problem lösen können, dass du irgendwann wieder aufrecht stehen kannst? Also da bin ich mir wirklich sehr, sehr sicher und da hoffe ich auch noch drauf, dass ich davon noch was mitbekomme. Also gerade diese Exoskelette, die zum Beispiel auch im Bergbahnzeil in Bochum derzeit getestet werden oder weiterentwickelt werden, da gibt es eine ganz neue Geschichte mit einer Gedankensteuerung des Rollstuhls. Ich denke mal, wir sind jetzt gerade so in den Anfängen. So als Beispiel, ich sage es einfach mal, wir sind dabei, gerade die Speiche zu erfinden, wollen aber Mercedes-Benz bauen. Wir sind auch ganz in den Kinderschuhen, aber ich denke mal, da kommt einiges. Und im Grunde genommen, im Laufe der Zeit, diese 30 Jahre jetzt, hat sich immer wieder was Neues getan. Also es geht los von Gesundheitsversorgung, was Implantate angeht, wo ich jetzt auch eben halt mehr oder weniger Opfer oder Nutznießer geworden bin. Her nimmst du auch den Mut und vor allem auch die Kreativität und jeden Tag aufs Neue sozusagen den Anlauf, wirklich alle deine Ziele und deine Ideen, dich zu verwirklichen, deine Hobbys nachzugehen, also den Mut und die Kraft dazu, weil ich meine, es gibt viele Gesunde, die wenig Antrieb haben und du hast sehr viel davon abbekommen und ja, woher nimmst du das? Also im Grunde ist es kein Hexenwerk, im Grunde ist es einfach nur, dass man grundsätzlich ein Mensch war, der irgendwo Interessen hatte, strebsam ist, noch was erleben wollte. Und das hat sich eigentlich nicht geändert. Das ist im Grunde genommen der gleiche Jörg, nur eben halt mit anderen Vorzeichen, mit anderen Möglichkeiten wie früher auch. Ich habe immer so schön gesagt, ich könnte mir jetzt auch den dritten Stock vors Fenster setzen und dann den ganzen Tag nur weinen und jammern, wie scheiße die Welt ist und was alles schlecht ist, was ich nicht kann. Und ich mache es einfach so, dass ich nutze und gucke, was kann ich noch? Es ist vielfach eingeschränkt. Klar, ich kann nicht das machen oder so machen, wie ich es gerne möchte oder wie es gewohnt war. Aber das, was überbleibt, ist immer noch so wertvoll, dass ich es gerne nutze und auch wirklich Spaß daran habe. Ne? Viel besser kann man, glaube ich, einen Abschlusssatz nicht definieren. Vielen Dank nochmal. Wir haben über Assistenzmodelle gesprochen, über das Assistenzmodell in der Pflege, in der Betreuung auf der einen Seite, auf der anderen Seite Digitalisierung als Assistenz für Tätigkeiten zu Hause als auf der Arbeit. Wir wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund oder werdet wieder gesund oder geht mit eurer Gesundheit so um wie Jörg, weil ich glaube, das ist ein gutes Vorbild für euch da draußen. Tschüss. Okay, tschüss. Ja, perfekt.